Jurassic Park Survival mit sämtlichen Infos, die ich bereits in meinem YouTube-Video auf meinem Hauptkanal präsentiert habe. So, wenn das Ganze jetzt hier gerade auf YouTube geguckt wird, werde ich den Hauptkanal da oben verlinkt haben. Wir gehen da jetzt mal die Infos durch und gucken mal, ob man da schon so ein bisschen drauf eingehen kann anhand des Trailers. Ich werde den Chat trotzdem mal eingeblendet lassen. Es ist irgendwie auch so ein YouTube-Ding, eher so ein Twitch-Ding. Die Leute wollen das sehen, den Chat nebenbei. Ja, das ist halt so. Okay, wir fangen gerade mal an. Was wissen wir jetzt alles an offiziellen Infos? Wir machen es ganz anders. Moment, wir gucken erstmal in die offiziellen Infos jetzt rein. So. Damit auch ein paar von euch sich das vielleicht mitmerken können, was wir da jetzt alles mal im Hinterkopf behalten müssen. Jurassic Park Survival. Die Website. Da waren jetzt die oberflächlichen Eckdaten zumindest schon mal drin gewesen. So, dann gab es aber auch noch bei Twitter ein paar Aussagen zu dem Spiel. Die werde ich einfach noch dann hinzufügen, so mündlich quasi. Welcome to Jurassic Park Survival. Return to Isla Nublar the day after the events of the beloved 1993 Jurassic Park film in an original adventure 65 million years in the making. Das ist auch so ein Marketing-Ding geworden, ne? Dass die inzwischen bei allem drunter schreiben, bei jedem Film, bei jeder Serie und bei jedem Spiel, es ist 65 Millionen Jahre in der Mache. Cool, ja. So, hier haben wir jetzt nämlich auch schon drin stehen, Return to Isla Nublar, the day after the events. Also wir spielen das Hauptspiel wirklich einen Tag nach den Events, aber es wurde ja schon verkündet, dass das Spiel eigentlich da anschlägt, als Dennis Nedry die Zäune, den Strom ausschaltet, Sicherheitssysteme ausschaltet. Da fängt das Spiel eigentlich an. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob da vielleicht eine Cutscene erst beginnt, die uns das eben alles nochmal zeigt, nur aus der Sicht von Maya, oder ob wir da selber spielen. Meine Theorie ist ja, dass wir das auch selber mitspielen und dass wir dann da eben quasi das Tutorial, die Einführung eben haben, bis zu dem Punkt, an dem dann John Hammond und Co. die Insel verlassen und die eben dann als Maya noch zurückbleiben. Ja. Okay. First-Person-Action, ja, bis jetzt wissen wir nur, dass es eben auch in der First-Person ist. Das sehen wir auch gleich nochmal im Trailer. Finde ich ein bisschen schade. Ich mag First-Person nicht so sehr. Ich bin eher ein Fan von Third-Person. Es sei denn, das Teil hier ist auch in VR spielbar. Das wäre sehr geil. Das wäre sogar ein Grund, warum ich mir wirklich noch eine PlayStation VR 2 Brille holen würde. Für diesen unverschämt teuren, widerlichen Preis. Dafür würde ich es auf jeden Fall machen. Ja. Ja, gut. First Person eben dann, wie gesagt, wir spielen diese Dr. Maya Yoshi, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, die nicht mehr von der Insel evakuiert werden konnte. So, eine Never-Before-Told-Story bedeutet eben, dass es wirklich eine Geschichte ist, die auch offiziell in den Jurassic Park Kanon gehört oder in den Jurassic Kanon mit reingehört. Das heißt, wurde auch schon mal geschrieben in die Kommentare, warum haben wir jetzt nochmal so ein Spiel hier bekommen, das ja wieder zum selben Zeitpunkt spielt wie Jurassic Park The Game. Das stimmt, aber Jurassic Park The Game ist und war nie Kanon. Das jetzt schon. Das Spiel ist quasi genauso Kanon wie Jurassic World Aftermath. Und mir hat auch jemand von euch geschrieben, er glaubt, dass die Spielmechanik in dem Spiel genauso sein wird wie bei Alien Isolation. Das glaube ich nicht. Das wird kein komplettes Hide-and-Seek-Adventure werden wie Jurassic World Aftermath. Warum nicht? Weil wir haben schon Jurassic World Aftermath. Das hier wird ein bisschen mehr aufgebaut sein, könnte ich mir vorstellen, wie ein Dead Island. Habe ich irgendwie im Hinterkopf. So eine Insel eben einfach, nicht alle Areale frei, aber so in der Größenform auch dann vielleicht, wo wir verschiedene Gebäude auch betreten können, wie Bunker, das Besucherzentrum, Next Gen, also auch ohne Ladezeiten. Und ja,
dass wir dann da vielleicht auch die Möglichkeit haben, uns mit Elektroschockern mal zu verteidigen, dass wir hier dann diese Fackeln auch nehmen können, um den T-Rex vielleicht wegzulocken. Wir werden da jetzt keine MG finden, das glaube ich jetzt nicht, dass wir da Saurier wirklich abknallen können, als ja wirklich auch ein Survival-Abenteuer wird. Ja. Was haben wir jetzt hier noch? The Wonder and Danger of Dinosaurs, each with their own. Genau, das ist auch sowas, dass Dinosaurier hier wohl ihre eigene, quasi wie eine eigene Persönlichkeit bekommen sollen. Das ist wohl etwas Neues. Also das haben sie damals genauso angekündigt bei diesem Randomizer-System von diesem Herr-der-Ringe-Spiel. Wie hieß es denn nochmal? Irgendwas mit Schatten. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist jetzt auch wieder sowas ganz Neues, dass hier auch so ein Randomizer mit drin sein soll, der dafür sorgt, dass Dinosaurier aufgrund ihres Charakters bestimmte Eigenschaften mit sich bringen, die sich aber auch auf das Spiel auswirken. Wenn jetzt ein Saurier zum Beispiel, was weiß ich, aus irgendeinem Grund Angst vor Regen haben sollte und bei euch fängt es dann aber an zu regnen, dann wird der Saurier nicht auftauchen. Dann ist der erstmal nicht im Spiel bei euch mit dabei. Wenn es bei mir aber da nicht regnet, sehe ich den Saurier dann zum Beispiel. Also die Saurier werden hier sehr stark auch auf die verschiedenen Bedingungen getrimmt werden. So, das heißt, ich finde es ganz cool. Das heißt, man kann auf den T-Rex treffen in bestimmten Situationen oder eben aber auch nicht. Das ist halt dieser Randomizer in dem Game. Es wird trotz allem auch geskriptete Szenen geben. Ich schätze mal sowas wie die Küchenszene, das wird immer passieren. Das wird kein richtiges Open-World-Spiel werden. Aber es gibt eben auch, wie gesagt, diesen Randomizer, der dann dafür sorgt, dass Dinosaurier auch quasi einfach unerwartet aus dem Nichts kommen können. So. Ja, das heißt, wenn ihr mir bei meinem, ich werde das Spiel auf jeden Fall komplett durchstreamen, wenn ihr mir damit zuschaut und dann irgendwie merkt, ah, okay, Tobi trifft jetzt hier bei dem Weg vom Helikopterplatz zum Besucherzentrum auf keinen Dinosaurier, kann das bei euch aber trotzdem anders sein. Das finde ich halt schon ziemlich geil. Oder wenn ich es noch zum zweiten Mal spielen würde, könnte es auch nochmal anders sein. Das hat schon was. Explore Isla Nublar. Da bin ich in meinem Video auch drauf eingegangen. Adventure through a fully realized Isla Nublar. Filled with reactive wildlife, bla bla. Der Satz hier oben, kann man den mal markieren? Nee. Doch, da. A fully realized Isla Nublar. Ich glaube, das ist einfach echt sauunglücklich ausgedrückt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich die gesamte Isla Nublar nachgebaut haben. Oder dass man die komplett besuchen kann. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das ist wirklich auf den Jurassic Park begrenzt, relativ begrenzt. Vielleicht kommen wir auch mal an der Küste oder so ein Kram. Aber mehr wird das dann auch nicht sein. Vielleicht irre ich mich auch und die haben wirklich die gesamte Isla Nublar nachgebaut. Aber da muss da auch irgendwas sein. So, was will ich denn im Dschungel der Isla Nublar, wenn das Spiel eigentlich im Jurassic Park selber spielt? Es sei denn, wir kommen irgendwann aus dem Jurassic Park Gebiet raus und müssen danach auf der Insel klarkommen. Das kann natürlich auch sein. Dass quasi das Jurassic Park Feeling in so ein Jurassic Park 3 Feeling mündet. Dass wir auf einmal mitten im Dschungel drin sind. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja. Was haben wir dann hier noch? Prehistoric Predators, da haben wir auch schon mal diskutiert in den Kommentaren, was denn da jetzt für Saurier auftauchen könnten. Der T-Rex auf jeden Fall, klar. Ein Velociraptor wird auch mit dabei sein. Das sehen wir auch schon im Trailer, den wir uns gleich nochmal anschauen. Wo dann eben auch die Küchentür aufgeht. Nee, Quatsch, die Tür von der Eiskammer aufgeht, wo der eine eingesperrt war. Es wird Kompis geben, es wird Dilophosaurier geben. Und dann habe ich gesagt, es gibt aber auch noch andere Fleischfresser im Park. Also im Buch war es ja so, dass 15 verschiedene Arten im Jurassic Park waren. Buchkanon und Filmkanon ist aber anders. Wenn wir aber mal gucken, was Dennis Nedry also zum Zeitpunkt, als Dennis Nedry die Embryos klaut aus dem Jurassic Park, dann können wir die Namen von den Embryos lesen. Und auch da sind Dinosaurier beschriftet, die wir so nicht gesehen haben, die aber im Park sind.
Unter anderem, ich habe den Namen jetzt schon wieder von dem Saurier vergessen. Ach, Moment. Jurassic Park. Ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht mit allen Sauriern, die im Park im Filmkanon waren. Meine ich zumindest. Ich werde es sofort haben, hoffe ich. Nee, das war das hier aber nicht. Es gab irgendwo eine Seite, da haben sie die alle aufgelistet gehabt und haben da auch dazu geschrieben, dass man aber eben auch berücksichtigen sollte, dass auch Dennis Nedry Dinosaurier aus den Embryo-Dingern rausgeholt hat, die auch nicht im Park zu sehen waren, zumindest. Ja, ich werde auch nochmal in einem extra Video darauf eingehen. Survive the Island, ja, das ist dann eben das Spielprinzip, denke ich jetzt mal. Da frage ich mich auch, wie das Ganze ablaufen wird. Ich habe das Spiel The Walking Dead Saints and Sinners, ist glaube ich auch nur für die VR-Brille verfügbar. Das wäre auch eine Option, wie das Game hier aufgebaut sein könnte. Dass du quasi auch bestimmte Areale hast von der Stadt, die du frei begehen kannst, also komplett frei begehen kannst. Und da hast du wie so eine Uhr auch am Handgelenk, wo du gucken kannst, wann jetzt Nacht beginnt. Und wenn Nacht beginnt, musst du aus der Stadt raus, weil dann eben die ganzen Zombies die Stadt überrennen. Das könnte auch hier so ein Ding sein, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur noch überleben müssen. Keine Ahnung, es gab mal das Spiel Dead Island, nee Quatsch, Dead Rising. Da hat man einfach nur 3 Tage überleben müssen in Echtzeit. Scheißegal wie. Im allerersten Teil war es zumindest so. Dass man vielleicht sowas hier noch mit einbaut. Wäre auch ziemlich cool eigentlich im Endeffekt. Ja. Gehen wir jetzt mal in den Trailer rüber gleich und gucken mal, was wir davon schon so ein bisschen erhaschen können. An einer Säule im Trailer kann man Klauenspuren, sieht, was zu klein für T-Rex und zu groß für die Raptor. Ah, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie der Raptor sein soll. Ich glaube, dass der Raptor, der in dieser Eiskammer feststeckt, dass der schon sehr wichtig werden wird in dem Spiel. Und ich dachte mir, das wäre vielleicht so ein Hink in die Richtung. Aber vielleicht ist es auch von irgendeinem neuen Dino die Krallen. Wir gucken da jetzt eh nochmal rein. Mal gucken, was wir da jetzt erkennen können. Zu diesen Infos. I own an island. So, hier fangen wir schon mal an. Ich habe das hier unten noch überhaupt nicht gesehen. Hier steht nämlich immer Pre-Rendered Footage. Das sind dann quasi die Cutscenes sehr wahrscheinlich, also die vorgerenderten Videos. Und später, wenn wir aber ins Gameplay umswitchen, und das Gameplay sah ja schon ultra geil aus. Steht unten drunter einfach, das ist nur ein Alpha-Gameplay. Also das ist noch nicht mal das fertige Gameplay, wie wir es ungefähr erwarten können. Das ist noch in der Alpha-Phase, glaube ich, steht dann da. Noch nicht mal in der Beta-Phase. Ja, das ist schon krass. Ja. Of the coast of Costa Rica. Really spectacular, spared no expense. So Gebiete werden wir wahrscheinlich bereisen können. Das glaube ich schon, dass wir so Gebiete eben bereisen können. Zu Fuß oder auch mit dem Auto, dass wir mit dem Auto über die Insel fahren können, glaube ich auch. Und auch da können dann eben diese Randomizer angeschmissen werden, diese Programmdinger, dass wir dann eben verschiedene Saurier dann sehen können. For this place, I wanted to show them something that wasn't. Hier bin ich sehr gespannt. Hier bin ich. Das Spiel ist jetzt offiziell Kanon. Das heißt, wenn wir hier jetzt zum T-Rex-Gehege kommen, und das komplette T-Rex-Gehege ist in der Schlucht, dann ist das offiziell im Kanon ein Filmfehler. Die müssen hier in dieser Szene, in diesem Ding, in diesem Areal, müssen sie laut eigener Skriptzeichnung, laut eigenem bis dato offiziellen Kanon, müssen sie eine Erhöhung eingebaut haben, auf welcher der T-Rex die Ziege fressen kann. Das muss in dem Spiel mit drin sein, jetzt wo es eben offiziell dann Kanon sein wird. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich wette, die haben da dran gedacht. Die haben da nämlich sogar bei Lego Jurassic World dran gedacht, glaube ich. Da war das auch schon da.
Ja, auch hier. Gallimimus, klar, die werden jetzt eher friedlich sein, obwohl Gallimimus in jedem Adventure Jurassic Park Spiel bisher wirklich extreme, ne, waren. Wir haben ja hier auch mal die Gameboy-Spiele gezockt. Da waren das auch wirklich fiese Viecher, weil die einfach über dich drüber rennen. Das könnte hier ähnlich werden, dass die gar nicht mal so cool sind. War das nicht das Brachigehege? Das, wo das Auto runtergefallen ist, meinst du? Nee, du gehst wahrscheinlich hier von dem Bild aus, wo man sieht, wie das alles schon längst verwildert ist und dann die Brachiosaurier da langlatschen, ne? Da gibt es irgendwie so ein Bild von der Dinosaur Protection Group. Aber das Bild, das spielt ja, nachdem alles schon längst verwildert ist und zeigt eben einfach nur, dass die Brachiosaurier sich durch verschiedene Gehege durchbewegt haben. Ich habe da mal ein Video zugemacht auf YouTube. Es gibt von Steven Spielberg selber, da gab es eine Skriptzeichnung, die die Szene hier erklärt hat, quasi für den Regisseur, für die Kameramänner. Da stand eben drauf, dass dieses Gehege so aufgebaut gewesen ist, dass der T-Rex wie in so einem Gehege im Abgrund war. Wahrscheinlich damit er auch sich mal vor den Zuschauern verbergen kann, keine Ahnung. Und dann waren da Hügel eingezeichnet. Und auf diesen Hügel waren diese Spots, wo die Ziegen rausgekommen sind. Der Rex wird ja nicht mit einer Ziege gefüttert. Diese Ziegen sind nur dafür da, damit, wenn Besucher an dem Gehege dran vorbeifahren, der Rex eben nicht auftauchen sollte, dann wird die Ziege rausgelassen, damit der Rex eben angelockt wird. Was ja auch dann im Film passiert. Das ist in Lego Jurassic World auch umgesetzt worden dann. Das heißt, es müsste hier tatsächlich so sein, dass wir eben diesen Hügel sehen, wo die Ziege drauf ist, und dann müsste es links und rechts aber runtergehen. Und ja, wahrscheinlich wegen dem Bild mit den Brachiosauriern. Aber das stimmt nicht. Ich meine, wir sehen ja, wie der T-Rex rauskommt. Das ist schon das T-Rex-Gehege. Der T-Rex läuft ja da raus und danach fallen sie in dasselbe Gehege. Also daneben ist kein zweites Gehege mehr. Das ist alles ein einziges Gehege. Und das ist das T-Rex-Gehege. Das wird ja auch im Film gesagt, das siehst du auch im Film. Wir sehen nur auch im Film, als die Gruppe mit den Wagen reinfährt, wo das Gehege dann eben zum ersten Mal zu sehen ist, sehen wir, glaube ich, trotz allem, dass es eine flache Ebene ist. So, aber wie gesagt, diesen Entwurf habe ich mal in ein Video gepackt. Vielleicht finde ich den jetzt gerade nochmal spontan. Wartet mal. Ja, auf meinem eigenen Video finde ich den. Ich bin ja auch bescheuert. Ich gucke gerade mal. Dann kann ich dir das hier mal zeigen, wie das gedacht gewesen ist. Oh Gott. Wenn ich wüsste, wie ich es genannt habe. Warte. Ich habe da nämlich erst letztens sogar das Thumbnail nochmal verändert gehabt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie es ausgesehen hat. Ah, wie doof. Da. Da haben wir das. So, Moment. Da. Das Ding hier. Das erklärt sehr konfus, was da abgegangen ist. Das Ding hier. Kann man meine Maus sehen einigermaßen, wo der T-Rex da gerade rauslatscht, hier auf diesem Ding da. Das wird hier als Feeding-Spot betitelt nochmal. Ich habe das in dem Video alles komplett erklärt. Ich kann das mal kurz in den hier in den Dings reingeben. Ich kann es nicht in den Chat. Wieso kann ich keine. Naja, guck einfach mal nach Anon Kaijuverse, wie kam der T-Rex trotz Abgrund aus dem Gehege? Das hier ist quasi der Feeding-Spot. Alles, was hier hinten rot ist, diese roten Felder, da geht es quasi runter. Ja, und dann wird auch noch irgendwo dann beschrieben, wie die Autos. Wie die Autos dann
von A nach B geschleppt, also ein bisschen weggedrückt wurden und dann eben nach unten gefallen sind. Zumindest ist ein das Auto jetzt hier zum Beispiel. Hier, da steht sogar. Das ist ein Skriptauszug. Ja. Da habe ich halt hart abgelesen. Boah, krass. Ganz unauffällig. Ja, das hier halt, ne? Da siehst du dann jetzt hier, hat das Fahrzeug vorher gestanden, wurde dann eben nach hier rübergebracht, ist dann eben hier runtergefallen. Und jetzt denken halt viele, dass das hier ein Gehege wäre, ein neues. Das ist vielleicht der Grund, warum dir das erzählt wurde. Aber das ist quasi alles das T-Rex-Gehege hier. Da steht's ja auch nochmal. Ja. Hier, Goat-Feeding-Spot, genau das ist es. Ja. Ist es irgendwie relativ plausibel, es macht immer noch nicht unbedingt Sinn. Wenn du den Film guckst und ganz genau drauf achtest, denkst du dir vielleicht immer noch so, weiß ich halt nicht, ne, ob man das jetzt so durchgehen lassen soll. Aber näher kamen wir halt nie an eine Erklärung ran. Deswegen sage ich ja, dass das jetzt hier eigentlich die ultimative Chance hat, das endlich zu erklären. Der sieht aus wie du im Video, tatsächlich, ja, so sagt man. Der sieht aus wie ich, das ist richtig, Romer, tatsächlich. Da war ich noch jung. Der Blüte meiner Zeit. Ich habe auch 5 Werbungen gesehen. Was eben gerade hier bei Twitch, meinst du? Warum auch? Wer noch? Ja, ich verlange nicht mehr. Wie gesagt, auf Twitch habe ich so unregelmäßig gemacht. Ich werde das alles nochmal komplett neu einstellen, wenn ich jetzt hier eh gezwungenermaßen auf Twitch nur noch live gehen kann, weil hier alles einwandfrei funktioniert. Deswegen... Ich werde das mit der Werbung noch alles neu einstellen. Ich glaube, ich muss die generell wieder runterschrauben, weil die Werbung ist automatisch festgelegt. Die kann ich aber auch nur an Anfang und ans Ende vom Stream packen. Das geht auch. Ja. Habt ihr bisher irgendwelche Einbrüche hier gehabt? So vom Ton oder vom generell irgendwas? Nee, ne? Ja, in Twitch habe ich Werbung gesehen. Ja, das, ich habe das mal angeschaltet gehabt eine Zeit lang. Ich werde es auch weiterhin anlassen, aber halt nicht so extrem. 5 Werbespots ist schon ein bisschen krass. Und bei Twitch kann ich im Gegensatz zu YouTube perfekt kontrollieren, wann oder wie oft Werbung kommen soll. Und ich kann sogar bei Twitch selber entscheiden, dass ich per Knopfdruck erlaube, jetzt kann Werbung kommen. Dann muss nicht zwingend Werbung kommen, aber es kann. Und das ist ganz praktisch, wenn du halt aufs Klo musst, sagst du einfach, ab jetzt schalten wir Werbung und ab jetzt machen wir die wieder aus. Das ist ganz cool. Ist besser, wenn du auf Twitch live gehst. Ey, ist für den Stream ist es besser. Ist halt natürlich wesentlich weniger Zuschauer im Endeffekt, ne? Aber ihr schreibt ja sehr aktiv im Chat, das passt schon. Aber ja, ist halt so. Was willst du machen? Das läuft und YouTube läuft halt nicht. Deswegen haben wir nicht allzu viele Möglichkeiten. Es ist, glaube ich, sogar die Originalstimme von Richard Attenborough, oder? Da hat auch jemand gesagt, also auf sowas achten dann Leute wirklich. Ich habe, das stimmt, habe ich keine Ahnung. Das könnt ihr mir jetzt mal ganz kurz sagen. Dr. Alan Grants Hut dürfte überhaupt nicht hier liegen. Mit der Begründung, die Begründung war komischerweise, der Hut müsste weiter weg liegen. Nee, der Hut müsste eigentlich noch näher da sein, oder? Wenn du zum Kacken gehst, wie viel Werbung musst du dann schalten? Boah, locker eine Stunde. Ja, locker eine Stunde. Ist halt so. Ihr könnt ja dann auch einfach kacken gehen. So, dann haben wir das auch geklärt, das Problem. Ich finde das hier richtig chillig, ich finde es auch chillig, ja. Es ist schon chillig auf jeden Fall, natürlich. Obwohl ich mir jetzt abgewöhnt habe, ich war noch nie so ein krasser Handy-Monk, der jetzt andauernd, TikTok habe ich nie gehabt.
macht es ja nicht. TikTok, Moment, für weise Worte braucht ihr Vollscreen. TikTok ist der größte Schmutz, den es überhaupt gibt. Wenn ich Menschen sehe, die so vorm Handy hängen, ausdruckslos, das ist, finde ich, schrecklich. So krass war ich nie drauf gewesen, aber ich versuche jetzt alles mehr einzuschränken. Ich poste jetzt auch nicht mehr ständig jeden Scheiß, dass ich Videos online habe auf YouTube, weil das seht ihr ja selber, wenn ihr auf YouTube seid. Das, und dieses generell so Reels und sowas angucken, mache ich jetzt gar nicht mehr. Das ist echt schrecklich. Und dadurch verkürzen sich auch bestimmte Toilettengänge. Tatsächlich. Extrem. Ja. Wenn du ohne Handy aufs Klo gehst, hast du mehr vom Leben. Das werde ich auf Mützen und auf Pullis drucken lassen, diesen Satz. So. Bei mir geht da eine ganze Schicht drauf. Ja, aber das ist ja dann clever. Du wirtschaftest dann ja clever mit deinem... Das ist eigentlich gerade für ein Thema hier. Aber ist auch so, natürlich, klar. Bist du Raucher, wenn ich fragen darf? Weil wenn Raucher Pause machen dürfen und das legitim ist, dann muss bei dir auch legitim sein, dass du mal schön eine Schicht lang was anderes machst. Was den Körper sogar reinigt. Nee, als nicht. Guck, umso besser. Das heißt, du musst das quasi machen. Ich finde es nicht schlimm, dass wir nur 12 Leute sind. Yay, buh, ich finde es auch angenehm zu quatschen auf jeden Fall. Ja, ich denke, logischerweise denke ich da natürlich auch immer so ein bisschen, wenn ich auf YouTube halt live bin, jetzt sind mal 50, es waren auch schon mal 100. Es waren zu Jurassic World Dominion Zeiten auch schon mal 300 Leute live. Das war, als ich mit Sebastian und den zwei anderen live gewesen bin. Da denkt man natürlich dann auch schon im Hinterkopf, ah, okay, da geht dann vielleicht so ein bisschen mehr schon rum. Aber es ist ja nicht verkehrt mit Twitch. Ey, wie gesagt, es klappt hier alles wesentlich besser von allem. Ich habe hier gerade null Einbrüche gehabt mit gar nichts. Das ist schon geiler auf jeden Fall. Aber ich check halt nicht, warum YouTube das nicht auch hinkriegt. Und die haben, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Stream gemacht habt oder ob ihr wisst, wie das funktioniert. Um auf Twitch live zu gehen, muss ich einfach nur in OBS auf den Button Stream starten drücken. Das war's. Um auf YouTube live zu gehen, muss ich vorher ein Thumbnail machen, muss das Thema festlegen. Du musst quasi dasselbe ausfüllen, wie auch wenn du ein YouTube-Video hochlädst. Dann musst du bei OBS klicken auf mit Stream verbinden. Dann musst du YouTube Studio aufmachen und musst dann jetzt auf Livestream klicken und auf YouTube Studio auch nochmal auf Livestream klicken. Das heißt, ich muss immer parallel dazu noch YouTube Studio aufhaben, neben OBS. Und ich glaube, das bricht dem Ding so ein bisschen das Genick. Naja. Was? 1200 Euro können Sie verkaufen? Ich verkaufe gerade mein iPad Pro. Da werde ich gerade bei eBay belästigt mit Angeboten. Das war jetzt ein gutes Angebot. Zum Teil kommen da echt Angebote, wo du dir denkst, so ey, ich bin dafür nicht gemacht, Sachen bei eBay zu verkaufen. Naja, weiter geht's. Ich finde das super faul. Was findest du super faul? Seid mein Sohn auf... Ihr müsst mal Sätze komplett in einem Dings verfassen, wenn es irgendwie geht. Sonst raffe ich den Zusammenhang nicht. Du bist nicht Raucher, seit dein Sohn auf der Welt ist. Okay, verstehe ich. Mein Bruder war es, glaube ich, genauso. Der hat auch mit dem Rauchen aufgehört, als er seinen Sohn bekommen hat. Dafür bin ich ordentlicher Biertrinker, zumindest am Wochenende. Was heißt denn ordentlich? Also in meinem Alter ist das... was heißt in meinem Alter? Aber ich merke das wirklich schon, wenn ich 3 Bier trinke, bin ich nicht voll oder so. Aber ich merke es am nächsten Tag tatsächlich. Ich merke, dass ich dann nicht so aus dem Bett rauskomme wie normalerweise. Dass YouTube nichts macht. YouTube will Konkurrenz werden. YouTube ist ja dabei, was zu machen. Nur weil YouTube will einfach gleichzeitig mit TikTok mithalten, mit diesen Shorts und noch mit Twitch mithalten, mit den Livestreams. Ja, und dann machst du halt dann zu viele Sachen gleichzeitig. Und da kommt anscheinend gerade Scheiße bei raus. Also, Alan Grants Hut dürfte hier eigentlich nicht liegen. Das war die Kritik. Ich verstehe es auch nicht.
Ja, das finde ich sehr geil. Also wenn du hier dann auch wirklich reinlaufen kannst, und wie gesagt, ich glaube wirklich ohne Ladezeiten komplett, wegen Next Gen und so einem Kram halt eben auch, das wird schon echt cool werden. Und dann noch vielleicht, ich bin ja kein Fan von Online-Gaming, aber wenn du dann noch irgendwie auch so einen Modus hättest, wo man dann vielleicht mit bis zu 4 Leuten zusammen auf dieser Insel überleben müsstest, das wäre echt geil. Das wäre ein Traum. Und dann auch in VR, boah, das wäre heftig. Es wurde auch vorhin gefragt, wann das Spiel jetzt rauskommen soll. Ich weiß es nicht. Ich hoffe 2024. Mit Pech haben wir aber erst 2025. Was dumm wäre, weil dann müsste ich das Spiel mit GTA messen. Mir ist GTA scheißegal. Ich finde GTA extrem langweilig. Aber das wäre bei den Verkaufszahlen, wäre das, glaube ich, dumm, das Spiel parallel mit GTA rauszubringen. Die Kratzer hast du vorhin gemeint. Ich glaube, die würden schon zum Raptor passen, wenn der dagegen schlagen würde oder so. Ich wüsste aber jetzt nicht, was für ein anderer Saurier das sein sollte, der damit drin ist. Darf ich nach deinen 5 Lieblingstrilogien fragen? Boah, Trilogien ist schwierig. Herr der Ringe auf Platz 1, die Trilogie. Ey, den Hobbit würde ich vielleicht sogar auf Platz 2 setzen, tatsächlich, weil ich liebe dieses Peter Jackson-Tolkien-Universum unfassbar. Das wären 2 Trilogien. Star Wars, die Originaltrilogie, würde ich noch mit reinnehmen. Matrix kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja keine Trilogie mehr. Es ist schwierig. Echt schwierig bei Trilogien. Dilophosaurus vielleicht. Was die krallen? Ne. Das glaube ich nicht. 5 halbe plus, aber nicht in Gegenwart von meinem Kind. Ja, nee, er macht das auch nicht, ey. Das ist keine Ahnung. Immer mit Bedacht umgehen, auf jeden Fall. Ich will auch gar nichts predigen, ey. Ich trinke auch mal ganz gern, wenn Freunde da sind, ein oder andere Bierchen. Aber andere Kaliber, so, keine Ahnung. Wenn ich da an früher denke, an meine jüngeren Zeiten, das geht halt gar nicht. Das geht gar nicht mehr. I've been left behind on Isla Nublar. Und ich frage mich halt immer noch, warum sie zurückgeblieben ist auf der Isla Nublar. Das finde ich interessant. Also ob sie jetzt wirklich irgendwo ohnmächtig war oder war sie vielleicht irgendwo eingesperrt? Hat sie geschlafen? Und war keine Ahnung, ey. Guck dir mal Jurassic World Evolution 2 an. Mit den riesen Krallen meinst du? Ey, es würde erklären, warum die jetzt auch hier drin sind. Keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen. So, hier wurde mir auch schon geschrieben, die sieht aber aus wie so eine Schauspielerin. Ich kenne die nicht, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Dann habe ich da mal nachgegoogelt, das ist die Schauspielerin. Die mimt diese Figur. Die haben die Schauspielerin genommen, haben den Körper quasi abgescannt mit diesem Motion Tracking und haben daraus die Figur hier gemacht. Das machen die öfters. Das gab es bei Norman Reedus, gab es das schon. Der hat ja in Death Stranding, dummer Name, Death Stranding hat er ja die Rolle gespielt. In Silent Hills sollte er auch noch mitmachen. Der kam ja dann nie, das Spiel kam ja dann aber nie raus, aber das machen die öfter, dass die echte Schauspieler inzwischen dafür nehmen. Und die, keine Ahnung, ich kenne die echt nicht. Aber das ist die echte Schauspielerin, ja. Die diese Figur jetzt hier mimt. Ach doch, Ellen Page hat die Hauptfigur in Beyond Two Souls dargestellt. Wenn wir jetzt aber hier mal ganz kurz gucken, ist die Tür hier ja schon offen. Ich dachte eigentlich, die öffnet sich erst am Ende vom Trailer aus irgendeinem Grund. Aber die Tür ist hier schon offen. Tatsächlich.
Das heißt, der Raptor könnte eigentlich schon draußen sein zu dem Zeitpunkt. Ich schätze auch mal, dass der Raptor sowas sein wird wie Mr. X in Resident Evil. Dass der uns immer und überall hin verfolgen kann. Und ich glaube, das hier meinen sie mit, wir haben die Isla Nublar komplett nachgebaut. Ich glaube, das sind diese Zwischenmomente, wenn wir von A nach B laufen müssen. Das ist ja auch noch im Jurassic Park drin, jetzt hier gerade. Die ist ja noch auf dem Parkareal, aber eben im Dschungel drin. Ich glaube, das meinen die damit. Ist jemand da? Oder verlässt sie nicht gerade sogar das Parkgelände? Die sind, oh Gott, wieso weiß ich das gerade nicht mehr? Die sind doch vom Besucherzentrum aus, sind die dann erst durch das Tor durchgefahren, ne? Vielleicht kannst du doch ein bisschen weiter außerhalb noch sein im Spiel, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall da auch schon mal die Info eigentlich bestätigt, dass wir, das ist keine Info, aber die Info sagt, dass wir mit Dingen und auch Dinosauriern interagieren können. Das hier bestätigt diese Info ein bisschen. Das Interagieren ist, glaube ich, jetzt hier sowas, dass wir das Ding jetzt wegwerfen können und dann rennt dann der T-Rex da eben hin, wo wir das Teil hingeworfen haben, diese Fackel. Wenn du jetzt dann die Fackel aber einfach wirfst und da stehen dann 5 Velociraptoren rum, was ja nicht sein kann, ein Velociraptor rum, dann wird der T-Rex wahrscheinlich zu dem hinrennen. Und so wirst du mit denen interagieren können auf verschiedene Art und Weisen. So. Hier haben wir jetzt zum allerersten Mal Gameplay, wo wir auch eigentlich einen Ort sehen, den wir so aus dem Film nicht kennen. Das heißt, auch das hier könnte sich eher außerhalb der Insel abspielen schon. Das könnte hier irgendwie so an den Docks sein zum Beispiel oder so ein Kram. Dass man da auch hinkommt. So, hier kommen wir unterirdisch natürlich auch. Ich finde das immer sehr langweilig. Ich mag diese unterirdischen Dinger gar nicht. Die sehen überall gleich aus, die Areale. Aber auch da kommen wir hin. Anscheinend mit Dilophosauriern. Das könnte unter der Küche drunter sein, also im Besucherzentrum. Unten drunter. Ach, da unten sehen wir es auch. Ganz schwach seht ihr das jetzt nur hier unten. Alpha, Moment. Gerade nochmal eins zurück. Na komm. Da unten steht's jetzt. Zwischen dem roten Strich. Alpha In-Game Footage. Da unten, wo die Maus ist. Alpha In-Game Footage. Ja. Oder dieses Boot könnte auch sowas sein wie unser Rückzugsort. Da muss ich wieder dran denken, bei dem Spiel Dead Island. Nein, Quatsch. Ach, The Walking Dead Saints and Sinners. Da hast du so einen Bus rumstehen. Den kannst du immer weiter ausbauen und immer weiter damit quasi agieren. Und da sehen wir jetzt hier auch hier, dass der Raptor auftaucht. Und ich glaube, dass dieser Raptor hier uns immer wieder verfolgen könnte. Warum er auch immer der hier gelbe Augen hat, ob das eine Designentscheidung ist. Oder ob der Raptor irgendwie... Keine Ahnung, warum der hier gelbe Augen hat. Ah, doch, okay. Das sind auch Schlitze, ja. Die haben wir eben gerade im Frame noch nicht gesehen. Oder das hier könnte auch so eine geskriptete Szene einfach nur sein. Das sieht nämlich so ganz danach aus irgendwie. Ja, hier merkt man so ein bisschen die Alpha in den Alpha-In-Game-Footage. Das sieht noch nicht so geil aus, finde ich. Da geht noch ein bisschen mehr. Jurassic Park Survival. Jetzt hören wir eben hier nochmal in der Tür hinten den Velociraptor. Vielleicht bauen sie ja auch noch mehr Raptoren ein. Ich weiß es nicht. Wir haben ja nämlich auch gesehen, dass
noch Raptoren ausgebrütet wurden im Labor. Und vielleicht geht man hier auch, ich meine, wurde jemals gesagt, dass es nur drei Raptoren, doch wurde gesagt, naja, doch wurde gesagt, wie viele Raptoren noch am Leben waren zu dem Zeitpunkt, das wurde gesagt im Film. Man könnte höchstens sagen, dass Henry Wu noch heimlich mehr Raptoren gezüchtet hätte. Ich weiß halt nicht, ob ein Velociraptor so cool rüberkommt. Müssen wir mal abwarten. Rex ist wie der Böse lange nicht mehr erlebt. Nee, seit Jurassic Park 2 tatsächlich, war der T-Rex nicht mehr so gefährlich wie hier im Trailer. Ich muss weiterarbeiten, bis dann, Tobi. Sauf nicht so wenig. Sauf du nicht so viel. Würde ich lieber mal sagen. Ich würde auch Herr der Ringe Hobbit wählen mit der Original Star Wars Trilogie. The Dark Knight, ja, auf jeden Fall noch. Sam Raimi Spider-Man finde ich nicht so krass, wie ihr da sagt irgendwie. Aber ja, The Dark Knight auf jeden Fall noch, ja. Auf jeden Fall. Ja, also das mit dem Raptor hat irgendwas auf sich. Das wird so ein Stalker, sagt man dazu, zu den Charakteren. Das macht Resident Evil inzwischen in jedem Spiel, außer im vierten Remake. Dass immer eine Figur auf einer Karte rumrennt, die überall hin kann oder fast überall hin kann, die dich quasi im ganzen Spiel verfolgt. Hätte, das wird so ein Stalker. Und vor dem wirst du dich auch verstecken können, sehr wahrscheinlich, und Geräusche machen können und so ein Kram. Wenn du bei Alien Isolation, das war ziemlich krass gewesen, wenn du da diese VR-Kamera hattest, also die PlayStation-Kamera, die kann auch Sound aufnehmen von dir. Und das konntest du bei Alien Isolation aktivieren, und da hat das Spiel gemerkt, wenn du zu laut geatmet hast oder wenn ich jetzt sowas machen würde hier. Mit den Flaschen irgendwie rumeiern oder so. Dann hat das Alien-Vieh wirklich gehört. Das war echt krass gewesen. Wenn ich mir sowas noch in VR vorstelle. Steht da irgendwas von VR? Nee, ne? Ich schau gerade mal nach, ob das Spiel vielleicht doch sogar irgendwie schon angekündigt wurde für die PlayStation VR.